Hallihallo, heute hier am 28. August 2020. Es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Auch der August ist fast oder nähert sich dem Ende und ist fast zu Ende eben. Ich hatte in den letzten Tagen leider nicht ganz so viel Zeit, um hier jetzt irgendwie die einzelnen Schritte zu dokumentieren, beziehungsweise was sich hier getan hat. Es hat sich hier ein bisschen was getan, obgleich sich das Bild von außen nicht so sonderlich geändert hat. Ich für meinen Teil, beziehungsweise auch mit meinen Helfern, ich hatte hier jetzt tatsächlich in den letzten Tagen jeden Tag Helfer mit vor Ort und deswegen hat sich das mit den Filmen nicht so angeboten. Wir haben halt in erster Linie uns den Fenstern hier gewidmet. Die wurden ja schon vor, ich glaube, 1,5 Wochen oder so angeliefert. Und seitdem geht es eben darum, dort Fensterkontakte einzubauen. Dazu hatte ich ja in vorangegangenen Beiträgen auch schon ein bisschen was erzählt. Letztendlich geht es halt darum, die Verriegelungs- und Kippstellungen der einzelnen Flügel zu erkennen. Das war mir ein bisschen zu teuer, das werkseitig installieren zu lassen. Daher war die Idee, das eben selbst zu tun. Und ja, der ist jetzt vom finanziellen Aufwand her sehr überschaubar. Aber diese Fenster zu bewegen, die ist dann doch nicht ganz einfach. Gerade die großen doppelflügeligen Türen, man kann das ja hier sehen, gerade an dieser Fassade eben mehrere Fenster, die hoch und breit sind, also irgendwie 2,20 Meter hoch, 1,50 Meter breit mit zwei Flügeln und entsprechend viel Glas. Da kommt schon ein bisschen was an Gewicht zusammen und die bewegt man alleine halt nicht mehr, deswegen halt immer die Helfer dabei gehabt. Teilweise waren wir zu zweit, manchmal sogar zu viert oder zu fünf. Das ist dann deutlich einfacher vonstatten gegangen, die Fenster zu bewegen. Und ja, wir sind gut vorangekommen, denke ich. Beziehungsweise wir sind überhaupt vorangekommen. Ich kann euch die einzelnen Schritte nachher noch mal zeigen oder was wir da genau tun. Es ist hier aber noch eine Menge zu tun. Also das ist leider noch nicht fertig. Aber wir haben die ersten Fenster tatsächlich erfolgreich umgebaut und auch getestet. Das funktioniert soweit. Damit bin ich zufrieden. Was sich am Haus selbst geändert hat, man kann das interessanterweise gar nicht so gut sehen, ist das Dach, das installiert worden ist. Also es ist so, dass in dieser Woche sowohl der Dachstuhl selbst installiert worden ist, als auch heute, und das habe ich von oben auch noch nicht gesehen, die Regenrinnen. Und in einem letzten Schritt, der fehlt jetzt tatsächlich noch, das wird wohl dann Anfang nächster Woche passieren, sind noch die Dachziegel zu installieren. Angeliefert worden sind sie schon, also die stehen jetzt hier am Grundstück, wie man sehen kann. Auch die wurden eben hier auf Paletten angeliefert und müssen halt jetzt nach oben verfrachtet und verlegt werden. Die Querleitung dazu ist schon installiert. Und wie das jetzt von oben aussieht, das zeige ich euch jetzt eben auch. Ich klettere dazu mal. Ich benutze mal kurz das Gerüst und wir sehen uns oben wieder. Bis gleich. Ich befinde mich jetzt hier oben auf dem Gerüst, am Dach, neben dem Dach, wie auch immer. Und man kann schon die Lattung erkennen. Also das ist jetzt wirklich die obere Schicht. Hier werden dann eben die Dachziegel befestigt und montiert werden. Das Dach selbst, das läuft so ein bisschen pyramidenförmig zu. Also das ist, ich bin mir jetzt gerade nach wie vor nicht sicher, wie diese Konstruktion oder wie diese Art von Dach heißt. Ich glaube Zeltdach. Aber da sind irgendwie verschiedene Begriffe gefallen. Letztendlich sind das halt vier Dreiecksformen, die pyramidenförmig nach oben verlaufen. Allerdings sind die Neigungen der einzelnen Seiten ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt Seiten mit, also beziehungsweise halt einmal 18 Grad, einmal 22 Grad, jeweils zwei Seiten damit. Einfach weil das Haus nicht genau quadratisch ist, sondern rechteckig. Und das ja oben dann trotzdem irgendwie in eine gemeinsame Spitze verlaufen soll. Ist aber soweit symmetrisch und das fällt jetzt mit bloßem Auge, ja, wenn man das gar nicht weiß, sieht man das auch gar nicht. Das sind eben 4 Grad Unterschied, das fällt nicht weiter auf. Was man jetzt hier eben sehen kann, ist die, oder hier vielleicht von der Ecke, sieht man eben zwei Seiten. Da sieht man jetzt eben die Holzkonstruktion von oben. Die, ja, das ist so ein, mit Querleitung eben schon angebracht. Also es gibt einmal Latten, die so nach oben verlaufen, entlang dieser Kante, dann halt jeweils senkrecht nach oben und dann eben senkrecht dazu nochmal diese Querleitung, in die dann die Dachziegel eingehängt werden. Und ganz unten befindet sich dann die Dachrinne, die wurde eben heute frisch installiert. Und da soll dann das Wasser, das über die Dachfläche halt hinunterläuft, abgeführt werden. Also das läuft dann in die Dachrinne, was man auch sehen kann. Vor Ort wahrscheinlich noch besser als auf der Kamera ist, dass sie natürlich eine Neigung ist. Also da oben, das dürfte der höchste Punkt sein und dann geht das halt hier so leicht herunter über die gesamte Seite des Hauses. Das sind an der Stelle irgendwie 10,50 Meter oder so. Fällt das hier nach unten. Hier ist noch ein bisschen was an Zuschnitt und das geht dann eben bis zu dieser Stelle, wo dann das Fallrohr hinkommt. Und hier, da ist natürlich noch nichts angeschlossen, aber hier würde eben das Fallrohr hinkommen und auch unter mir jetzt an der Stelle befindet sich dann halt der Abfluss im Boden, der das Ganze dann, ja, in die Kanalisation führt, beziehungsweise in den Regenwasserabflussanschluss, der halt hier seitens der Stadt hier vorgesehen ist. Das ist jetzt soweit der Anblick von außen. Man konnte ja diese Tage, also gerade Anfang der Woche war halt diese
obere Konstruktion hier noch nicht angebracht. Da konnte man dann die einzelnen Dachbalken von außen noch sehen, konnte da tatsächlich auch hochklettern. Das habe ich auch gemacht, einfach nur um den Anblick kurz zu genießen. Und das alles sieht man jetzt nicht mehr. Das ist jetzt hier spätestens halt mit dieser Folie hier verschwunden. Das ist eben so eine hoffentlich wasserdichte Folie, die dann das meiste Wasser wird ja schon von den Dachziegeln selbst abgehalten. Aber wenn dann doch mal irgendwas da durchkommt, dann ist das irgendwie so eine zweite Schicht, die das auch nochmal wasserdicht halten sollte. Was man vielleicht auch hier zeigen kann an der Stelle, ist die Unterkonstruktion. Hier sieht man dann eben auch noch die Balken, die sind in so einem Abstand von in etwa einem Meter, 80 cm, 1 Meter, ich habe das jetzt nicht nachgemessen, eben liegen die auf einer viereckigen Balkenkonstruktion, die im gesamten Geschoss verläuft. Das kann man hier jetzt sehen, in dem unteren, im hinteren Bereich, der eben von außen sichtbar ist, sind sie auch gestrichen in einem Grauton, der ist dann eben ähnlich auch zu dem Grauton der Fenster und das sollte dann hoffentlich ein in sich stimmiges Bild abgeben. Und von hier außen, das kann man auch gut sehen, gibt es hier nochmal so eine Folie zwischen der Geschossdecke. Also dieser dicke Balken, der liegt hier wirklich auf dem Beton auf, ist da ab und an mal wieder verschraubt. Dann ist da eine Folie aufgelegt und obendrauf befindet sich dann der Balken. Die Folie, so wurde mir gesagt, die ist jetzt nicht irgendwie aus Dichtigkeitsgründen oder so aufgelegt, sondern einfach um keine direkte Verbindung zwischen Holz und Beton zu haben. Keine Ahnung, was da die Überlegung ist, ob es da irgendwelche Reaktionen oder sowas gibt. Vor allem das Holz, das dann vielleicht irgendwie sich zersetzen könnte über Jahre und Jahrzehnte in Verbindung mit Wasser, keine Ahnung. Da legt man halt so eine Trennfolie auf. Und was man jetzt hier auch noch sehen kann, ist zum Beispiel, dass die Ringrinne noch nicht ganz, also die Arbeiten sind tatsächlich noch nicht ganz abgeschlossen. Hier fehlen noch ein paar Meter, also diese Ecke, drei der Seiten sind eben fertig und hier auf der vierten, auf der Rückseite, da fehlen jetzt noch die letzten, ja, 3-4 Meter dürften das sein. Man sieht aber auch, dass hier diese Befestigungshaken, die sind schon installiert. Die sind eben zweimal verschraubt, jeweils in die Lattung, in das Holz des Dachstuhls selbst. Und da werden dann halt diese Rinnen mehr oder weniger reingelegt, wahrscheinlich ein bisschen zurechtgeschnitten, ein bisschen zurechtgebogen. Aber das scheint jetzt hier keine Rocket Science zu sein. Soweit der Anblick von außen. Ich bin jetzt hier eben einmal um das Haus herumgelaufen. Hier an der Stelle befindet sich immer ein weiteres Fallrohr. Auch hier im Bodenbereich fließt das Wasser dann ab. Und dann zeige ich euch noch mal kurz den Blick von innen, wie der Dachstuhl von innen eben wirkt. Von außen, das ist nämlich auch eine interessante Erfahrung oder Beobachtung. Ich weiß nicht, wie das auf der Kamera wirkt, aber das schaut schon so aus, als ob sich das Tier deutlich erheben würde über die Geschossdecke. Also die Geschossdecke ist auf dem Niveau. Das sieht jetzt hier so aus, als ob man da sich locker aufhalten könnte, als ob man da leicht und locker herumlaufen könnte. Aber dem ist gar nicht so. Also in der Mitte kann man zwar stehen, aber das fällt dann relativ schnell, relativ steil ab. Und ja, in den Randbereichen, da muss man sich dann schön bücken und krabbeln, um da irgendwie hinzukommen. Aber das zeige ich jetzt, wenn ich eben mich dem Ganzen aus dem Inneren hernähe. Bis gleich! Und das ist jetzt hier der Anblick aus dem Inneren. Ich befinde mich jetzt hier im Obergeschoss, im Flur sozusagen, also hier links. Das ist eben das Treppenhaus. Die Treppe fehlt noch, die kommt dann irgendwann mal in der Zukunft. Und dann gibt es halt hier die Möglichkeit, aktuell über eine Leiter, nachher wird da irgendwie so eine Klapptreppe hier eben eingebaut werden in diese Aussparung. Aktuell ist das eben jetzt eine ganz einfache Leiter, über die man da hochklettern kann. Man kann auch hören, es hat angefangen leicht zu regnen. Man wird hier, ja, hört das eben, wie das auf der Plane aufschlägt. Aber hier drin selbst ist es eben schön trocken. Man kann jetzt hier einmal so herumgucken eben. Schaut aber aktuell eben leer und verlassen aus, überall gleich. Und das Interessante ist, dass ich jetzt, also ich bin noch nicht ganz oben, jetzt bin ich tatsächlich ganz oben. Und ich kann leider hier, selbst hier in der Mitte, tue ich mir schwer zu stehen. Also man kann es ja sehen, hier ist diese Spitze, hier laufen alle Balken zusammen. Und selbst hier kann ich mich nicht ganz durchstrecken zumindest. Aber gut, das ist nur eine Abstellfläche, also hier ist hier kein Wohnraum oder so. Und dafür sollte es dann reichen. Und was man jetzt hier eben auch ganz gut sehen kann, ist das Licht, das überall durchschimmert. Also hier über uns befindet sich die Folie, die ist tatsächlich auch im oberen Bereich, liegt die im Prinzip hier nur zwischen den Balken auf, ist halt ab und zu mal angetackert. Hier gibt es irgendwie an den Verbindungsstellen irgendwelche Plastikteile, die das so zusammenhalten, damit hier kein Wasser eintritt. Im vorderen Bereich, da ist ja diese Holzunterkonstruktion, insbesondere aus ästhetischen Gründen, das kann man hier vielleicht ganz gut sehen. Und ansonsten geht das aber hier wirklich dann ohne Holzunterkonstruktion weiter.
wackelt auch ein bisschen. Da kommen dann die Dachziegel drauf und die Folie über die Spannung hält das Wasser dann trotzdem davon ab, hier einzutreten. Der Dachstuhl selbst ist jetzt eben so konstruiert, dass es hier diese vier Balken gibt, die eben mehr oder weniger am Rand, dazu später gleich mehr, verlaufen. Einmal um das gesamte Haus hier herum. Dann liegen da eben Balken auf, die eben senkrecht dazu mit einer Neigung nach oben verlaufen. Und diese Balken wiederum sind jetzt hier in dem Bereich, in dem ich mich befinde, eben nochmal abgestützt. Es gibt hier vier solche Auflagestützen. Darauf befindet sich jetzt hier nochmal so ein kleineres Viereck, Quadrat, Rechteck. Ich bin mir nicht sicher, ob es quadratisch ist, müsste es eigentlich sein. Und auf diesen Balken liegen dann hier halt diese nach oben laufenden Balken auf. Und wie gesagt, es gibt vier solche Auflagestützen. Da gab es ja auch die ein oder andere Sorge meinerseits, aber das ließ sich zum Glück im Vorfeld dann eben klären. Bei drei, das kann man hier eben sehen, überhaupt kein Problem. Da ist weit und breit eben kein Loch im Boden. Liegt schön auf dem Beton auf, liegt tatsächlich auch am Mauerwerk unten drunter auf. Also hier, das kann man sehen, befindet sich zum Beispiel eine Mauer. Ähnliches ist hier. Hier befindet sich eine Mauer. Der Balken befindet sich genau darüber, damit das auch einfach statisch abgeleitet wird, da unten die Kraft, die hier vom Dachstuhl aus abgeht. Und hier diese zwei Balken befinden sich ein bisschen mehr in der Luft, in Anführungszeichen, also natürlich auf dem Beton, aber direkt unter denen, das kann man jetzt hier leider nicht sehen, befindet sich keine Mauer. Ich glaube, das Mauerwerk verläuft in etwa hier oder sowas. Also die sind ein bisschen weiter im Inneren des Raumes, der sich unter den Balken befindet. Ist aber auch kein Problem. Gerade hier ist ja ganz viel Beton nach außen rum. Der problematische Kandidat war hier der fette Auflagebalken. Da kann man das eben sehen, wie knapp das alles ist letztendlich. Ich hatte diese Aussparung hier eben vorgesehen, um Leitungen nach unten zu führen in das Zimmer, das sich hier darunter befindet, in die abgehängte Decke. Und ja, ich habe tatsächlich das also nicht bedacht beim Zuschnitt oder irgendwie nicht das im Plan gar nicht so richtig wahrgenommen gehabt und halt hier auf gut Glück zugeschnitten. Und ich hatte tatsächlich Glück, weil man kann es hier sehen, wie wenig Abstand hier, also sind vielleicht 3, 4 Zentimeter zu dem Rand dieser Aussparung geblieben sind. Ansonsten wäre halt der Balken irgendwie in der Luft. Das wäre natürlich deutlich schlechter oder halt nicht so gut. Ich habe das eben alles nochmal genau vermessen, dem Zimmerer geschickt und der hat dann Maßnahmen ergriffen, beziehungsweise das so gelassen letztendlich. Aber er wusste Bescheid und man hätte grundsätzlich auch diese Auflagekonstruktion ein paar Zentimeter verschieben können, hat aber so weit hingehauen. Und ja, die Auflagebalken selbst sind dann ein, zwei Mal noch mit solchen Winkeln hier verschraubt, einfach damit die irgendwie nicht verrutschen. Wobei da sicherlich auch vieles einfach durch die Kraft, die von oben wirkt, dafür sorgen sollte, dass das jetzt nicht großartig verrutschen kann. So, es fängt jetzt dann doch an, mehr zu regnen. Das wird man wahrscheinlich auch in der Tonspur hören können. Dementsprechend versuche ich einfach mal ein bisschen lauter zu reden und ich hoffe einfach darauf, dass man mich nach wie vor verstehen kann. Ich befinde mich jetzt hier eben mehr zur Außenseite hin, habe ich mich jetzt begeben. Ich musste jetzt hier mich tatsächlich stark bücken und hier vorkriechen. Das war gar nicht so, ist gar nicht so einfach mit meiner Körpergröße, aber lässt sich dann schon auch einrichten. Man sieht halt hier die Holzunterkonstruktion und die gestrichenen Balken. Und im inneren Bereich ist das Holz dann mehr oder weniger nackt. Hier sieht man auch nochmal die Folie, die sich zwischen dem Holz und dem Balken befindet, der eben auf der Betonplatte aufliegt. Und hier gibt es tatsächlich so ein, aus meiner Sicht, ein Fail. Wir haben jetzt eine Lösung finden können, aber ja, ideal gelaufen ist das nicht. Und zwar habe ich ja erwähnt, dass dass ich zwei verschiedene Dachneigungen habe. Die Balken auf dieser Seite bzw. auch auf dieser Seite befinden sich wirklich direkt an der Außenkante der Geschossdecke. Dieser Balken leider nicht wirklich. Also da gibt es hier nochmal ein paar Zentimeter, die der nach innen gesetzt worden ist. Das ist eben der Dachneigung geschuldet, ließ sich scheinbar nicht anders machen vom Zimmerer aus. Das war zumindest die Aussage. Das Problem, das ich damit habe, ist, dass sich genau hier, beziehungsweise dort, Schächte befinden, die ich ja vorher hier vorgesehen hatte. Also sobald man die Folie hochhebt, kann man das leicht erahnen. Hier ist der eine Schacht. Da drüben ist ein weiterer Schacht. Das war eben ein Kabelschacht für die Photovoltaikanlage. Das war hier so mein Hauptversorgungsschacht für die Elektrik. Und hier ist ein weiteres Fallrohr, ein Schacht für ein Fallrohr für die Entlüftung der Wasser, beziehungsweise halt für das Abwasser der Dusche, glaube ich. Und man kann sehen, der Dachbalken wurde mehr oder weniger wirklich genau darauf gesetzt. Die Lösung, die wir jetzt hier diskutiert haben und die statisch möglich ist, ist, diesen Balken komplett zu entfernen. Also statisch gesehen ist er an der Stelle nicht gebraucht.
Da liegen die anderen Balken tatsächlich ja nur so auf in einer Schräglage und scheinbar wurde mir zugesichert, man könne den ganz entfernen, dass das kein Problem sei. Worauf wir uns aber jetzt erstmal geeinigt oder womit ich anfangen werde, ist, den nicht komplett zu entfernen, sondern nur irgendwie im unteren Bereich, also dass man das untere Drittel, die untere Hälfte hier entfernt, sodass man halt mit dem Kabel in den Schacht kommt und die dann in so einem 90-Grad-Winkel hier auf die Geschossdecke bringt. Genauso da drüben beim PV-Schacht. Und auch bei dem Entlüftungsrohr muss man halt das Holz so bearbeiten, dass das Entlüftungsrohr dort Platz findet. Und dann sollte das hoffentlich passen. Ja, ist aus meiner Sicht nicht ganz ideal. Schöner wäre es natürlich, wenn man auch in den Schacht wirklich schön reingreifen könnte. Aber so ist das eben manchmal auf einer Baustelle. Da läuft nicht alles wie geplant, beziehungsweise so, manchmal wird man von Tatsachen überrascht, die dann ja, das Bauvorhaben ein bisschen oder die Vorstellung von Bauvorhaben, die man so hatte, ein bisschen abändern. Ist halt so. Man kann es ja sehen und hören, es regnet jetzt ziemlich stark. Es ist auch dunkler geworden natürlich da dementsprechend. Daher arbeite ich hier mit dem Licht. Ich hoffe, man kann trotzdem noch ein bisschen was erkennen. Aber mit dem Dachstuhl sind wir hier tatsächlich auch schon durch. Also das ist hier eben der Dachstuhl. Den gab es ja beim letzten Mal in der Form noch nicht. Jetzt ist der eben in großen Teilen schon fast fertig. Ich hoffe, dass der jetzt eben in den nächsten Tagen, im Laufe der nächsten Woche auch mit den Dachziegeln dann abgeschlossen wird soweit. Was hier noch fehlt, ist auch ein Handwerkerausstieg, also hier auf dieser Nordseite. Da möchten wir noch einen Ausstieg haben, um auf das Dach steigen zu können, ohne irgendwie von außen mit einer Leiter herumkrabbeln zu müssen. Das soll dann in erster Linie dazu dienen, die Satellitenanlage, die Wetterstation, die aufs Dach kommt, irgendwie warten zu können, dass man da irgendwie hinkommt im Fall der Fälle. Weil mit einer 10 Meter hohen Leiter von außen, das klingt oder das ist dann nicht so attraktiv für mich, finde ich persönlich. Wie gesagt, das waren jetzt erstmal hier so die Änderungen am Dachstuhl. Das waren die wesentlichen Veränderungen ja, beim Baufortschritt selbst. Das Schöne ist jetzt eben, dass wir ein Dach über dem Kopf haben, dass es jetzt trotz Regen im Haus mehr oder weniger trocken ist. Klar, die Fenster sind noch nicht da. Das heißt, über die Fenster kommt seitlich immer noch ein bisschen Wasser hinein. Es gibt auch noch diverse Öffnungen am Haus, aber im Großen und Ganzen passt das schon. Und das nächste, was ich euch noch kurz zeigen will, sind die Fenster, wie weit ich damit jetzt eben bin, beziehungsweise halt da den aktuellen Stand mal kurz vorführen. Dafür muss ich aber wieder herunter. Wir sehen uns gleich. Bis dann.